und herzlich willkommen wieder auf meinem YouTube-Kanal, Leute. Ich begrüße euch alle ganz herzlich und ich freue mich so unfassbar auf dieses Video. Denn Leute, ihr habt es wahrscheinlich jetzt schon im Titel gelesen, ich werde mir heute mein allererstes Tattoo stechen lassen. Kurz vorweg, ich muss erstmal kurz die Story erzählen. Und zwar, seit wann ich geplant habe, überhaupt ein Tattoo stechen zu lassen. Das ist eigentlich eine witzige Geschichte. Wir befinden uns ja gerade in einer schwierigen Zeit. Damals saß ich mit meinen engsten Freunden zusammen und wir haben uns so überlegt, so und so einfach uns mal die Frage gestellt, ey, werden wir uns später tätowieren lassen? Werden wir Tattoos machen? Was willst du tätowieren, wenn du mal dich tätowieren lässt? Und bla bla bla. Immer so geredet. Und Leute, wegen Corona, ihr müsst euch vorstellen, dieses Video wäre eigentlich schon vor 7 Monaten rausgekommen. Aber Leute, wegen der Corona-Zeit wurden meine Termine immer wieder verschoben und so weiter und so fort. Und ungefähr 3-mal jetzt, also nach 7 Monate Wartezeit ist es endlich soweit. Ich lasse mir mein erstes Tattoo stechen und ich bin so aufgeregt. Ihr glaubt nicht, wie nervös und aufgeregt ich bin. Und ich freue mich, euch einfach jetzt mitzunehmen. Einfach, ich werde einfach vloggen. Leute, ich werde mir meinen kompletten Unterarm stechen lassen. Es wird mehrere Sitzungen geben. Also es wird 1 bis 2 Sitzungen geben auf jeden Fall bei mir. Und jetzt habe ich die erste Sitzung jetzt morgen schon. Ich habe schon seit Jahren eine Idee, die ich machen möchte. Und ich möchte einfach komplett eine ganze Geschichte auf meinen Unterarm machen lassen. Jedes einzelne Tattoo wird für mich eine sehr, sehr krasse Bedeutung haben. Mein allererstes Tattoo wird was sehr krasses sein. Oh mein Gott. Und mein erstes Tattoo auf meinem Unterarm, Leute, wird meine Mama sein. Und ich bin so unfassbar dankbar, dass ich so einen Tätowierer gefunden habe und dass mir das jetzt ermöglicht wird. Ich blende euch einfach mal hier rechts ein paar Bilder ein, dann könnt ihr euch einfach mal selber einen Eindruck machen. Das sind einfach so unfassbar schöne Tattoos einfach. Und Leute, und jetzt pass auf, warum ich bei ihm ein Tattoo stechen lassen möchte. Ich werde mir ein Tattoo von meiner Mama stechen lassen. Meine Mama weiß absolut gar nichts davon, dass ich mir ein Tattoo stechen lassen werde. Und was für ein Tattoo ich mir stechen lassen werde. Meine Mama weiß nur, dass wir jetzt eigentlich zu meiner Tante zu Besuch ganz normal fahren. Aber mehr weiß sie auch nicht. Ich werde mir ein Porträtbild von meiner Mama stechen lassen, Leute. Ja, jetzt wisst ihr es auch. Meine Mama weiß es noch nicht. Jeder, der mich wirklich von euch da draußen kennt, weiß, dass ich wirklich meine Mama über alles liebe. Ein Bild von meiner Mama gefunden, wo sie 18 Jahre alt ist. Und dieses Bild fand ich so, so wunderschön. Und ich möchte einfach unbedingt meine Mama auf meiner Haut verewigen, Leute, weil ich schätze meine Mama über alles. Ich gebe jeden Tag alles dafür, dass meine Mama nie ihr Lächeln verliert und ich möchte einfach meine Mama auf meiner Haut verewigen, Leute. Bei der zweiten Sitzung werde ich euch auch mitnehmen, wenn ihr einfach Bock drauf habt, Leute. Einfach ein Like da lassen und für die Aktion, wir fahren jetzt los und let's go. So, auf geht's nach Hamburg, let's go. Sei mal ehrlich, okay? Hast du einmal mit den Gedanken gespielt, mich einmal umzubringen? Nein. Bayerhalle. Okay. Boah, jetzt geht's jetzt los. Ja, Mann, was soll ich sagen? Es gibt auf jeden Fall jetzt kein Zurück mehr. Was geht ab? Ach, moin, mein Lieber. Wie geht's? Alles gut? Ja, Kamera. Hallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen bei Prime Tattoos. Mein Name ist Harry Weiß. Kommt rein. Let's go. Nach dir. Hallo meine Lieben, mein Name ist Harry Weiß von Prime Tattoos. Ich freue mich, dass Daniel heute endlich wieder hier ist. Er war schon vor ein paar Monaten bei uns und da hatten wir einen Termin ausgemacht für seinen Unterarm. Wir wollen heute ein Porträt von seiner geliebten Mutter da verewigen und hätten es eigentlich schon lange gemacht, aber dann kam halt wieder der Lockdown dazwischen und nach jetzt mittlerweile 7 Monaten können wir endlich loslegen, Daniel. Endlich. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich. Heute geht's ab. Endlich neues Tattoo. Erstes Tattoo. Bist bestimmt aufgeregt, ne? Ich habe das schon 1000 Mal, glaube ich, im Video gesagt, ich bin todesaufgeregt. Aber ich muss da durch, ich möchte unbedingt das machen und meine Mama unbedingt verewigen. Wir kriegen das hin, mein Lieber. Dieses Tattoo, für die einen oder anderen das wird es nur so klar ein Tattoo sein, aber für mich wird das eine sehr große Bedeutung haben und das weiß Harry auch.
Und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, auf jeden Fall hier zu sein. Ich freue mich auch, dass du hier bist, mein Lieber. Wird eine geile Nummer, Porträts sind meine Spezialität und ist natürlich ein sehr emotionales Thema. Klar, ist ein Porträt von deiner Mutter, ist nicht einfach irgendein Totenkopf oder irgendwas. Ne? Das ist ein Familientattoo. Ne? Das ist natürlich sehr emotional, klar. Ja. Ich freue mich drauf, mein Lieber. Wird gut. Okay, let's go. Auf! So Leute, was geht? Kleiner Zwischenstand. Film mal, runter. Ich habe es mir echt schlimmer vorgestellt, aber ich glaube, die Schmerzen kommen erst noch richtig. Aber es sieht so unfassbar schön aus. Gib dir das mal. Ja, Mann. Leute, was geht ab? Wir sind endlich fertig geworden. Er hat mir meinen Arm umgewickelt, Leute. Ihr werdet das Resultat auf jeden Fall auf Instagram sehen, überall auf TikTok. Ich bin sehr, sehr glücklich und zufrieden. Danke. Wir haben es geschafft, Bruder. Du hast gut durchgehalten. Respekt, ja. Ich hoffe, Mama freut sich auch. Boah, meine Mama hat Spaß gemacht. Du hast keine Ahnung, meine Mama wird ausflippen wahrscheinlich. Sehr gut. Ich bin schon gespannt. Ich werde darüber ein Video machen. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall nochmal. Safe, hundertprozentig. Vielen Dank schon mal für deinen Besuch, mein Lieber. War mir eine Ehre. Dankeschön. Macht's gut, Leute. So, kleines Update an euch. 2 Tage ist es her, dass ich mein Tattoo gestochen habe und ich creme das gerade schön fleißig ein jeden Tag. Leute, ich habe mich nicht danach mehr gemeldet, weil ich war danach so platt. Ich weiß nicht warum. Ich habe mich so schlapp gefühlt und ich lag einfach den Tag einfach im Bett und habe was mit meinen Freunden dann unternommen, gar nichts mehr richtig gefilmt oder so. Deswegen möchte ich mich jetzt bei euch melden, Leute. Ich bin, wie gesagt, sehr, sehr zufrieden, Leute, und ich danke, dass ihr bei diesem Video dabei wart, dass ihr mich in dem Sinne begleitet habt. Wenn ihr weiterhin wollt, dass ich euch noch ein Update gebe, wie es weitergeht mit dem Tattoo, dann lasst auf jeden Fall eine gute Bewertung da. Ich würde mich riesig freuen und schreibt auf jeden Fall ein paar Kommentare, wie ihr das Tattoo findet. Ja, auf Instagram könnt ihr noch mal ein paar Bilder sehen, falls es noch undeutlich war im Video. Dankeschön fürs Zusehen, Leute. Das war ein sehr emotionales Video für mich. Und die Reaktion seht ihr dann von meiner Mama auf TikTok, Leute. Ihr wisst Bescheid. Ciao, ciao.